Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, ich hatte schon wieder einen Stand auf und diesmal habe ich sogar was verkauft gehabt. Leider konnte ich nicht direkt quasi aus dem Stand. Eigentlich wollte ich den Stand noch aufhaben, während ich aufnehme und so weiter und so fort, dass das man auch mal sieht. Aber nein, ging nicht, weil das Spiel abgestürzt ist vorher. Naja, gut, okay. Ich habe irgendwas verkauft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war die alte Gea-Rüstung. Ob der Preis gut oder schlecht war, auch keine Ahnung. Ich habe die für 3 Gem. 3 Gem, nicht 3 Gold rausgehauen. 3 Gem wäre dann doch ein bisschen viel, das weiß ich selbst nicht. 3 Gold könnten ein bisschen, quasi 3 Gold, 10 Gold. Mann, 10 Gold könnten ein bisschen wenig gewesen sein, aber naja, gut, Hauptsache es ist weg. Was weg ist, brummt nicht mehr. So, eine war es, Level 65. Für, ja, die wird auch für 10 Gold verkauft. Nur, dass meine geplust war, okay. Vielleicht hätte ich noch das Ding für 15 raushauen können, aber naja, was soll's. Immerhin ein bisschen was haben wir. Hier, das war sie nicht. Plus 3. Oh doch, das war sie. Die wird jetzt für 8 Gold verkauft? Hä? Ach nee, das ist die Kurin-Rüstung. Hä? Nee, das ist nicht die, die ich hatte. Da hatte ich ja eine andere. Übrigens hatte ich ja hier aus 38 die Kurin-Rüstung. Weiß ich gar nicht, ob die gerade im Verkauf ist oder nicht. Weil... Ja. Ist so. Zack. Ach. Ich war in meinem eigenen Stand drin. Ihr seht schon, ich habe, weil ja, wie gesagt, der Nagel, ich hatte gleich 2 Stände aufgebracht. Dann ist kein Wunder, dann kann ich auch auf die Kurierrüstung gucken. Die kam mir so bekannt vor, das war ja die, die ich hatte. Und ich habe sie für 8 Gold reingestellt. Ja, ich weiß, ich könnte sie vielleicht wahrscheinlich auch teurer verkaufen. Aber offensichtlich, da sie ja eben noch nicht los ist, passt das mit dem Preis schon. Sonst hätte mir ja schon der Erstbeste das Zeug rausgekauft. Bisschen was hat er allerdings auch schon. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wo ist er denn? Nagel? Nee, das ist nicht Nagel. Nagel hier. Ein bisschen was hat er auch schon verkauft. Hier waren auch haufenweise Tränke. Geschickt die... Ah nee, das war ein Furor gewesen sein. Ja, hat er ein bisschen Geld gemacht, denke ich. Ist gut. Okay. So, gehen wir mal weiter. Jetzt geht's nämlich endlich mal wieder ans Questen. Entsprechend rauf auf Solle Hü. Und... wieder hängen geblieben. Los geht's. Mit meiner schönen neuen Rüstung, die wir uns vielleicht bei Gelegenheit mal, obwohl brauchen wir uns eigentlich nicht angucken. Letztlich sieht die ja eh ähnlich aus wie die andere. Da oben ist was abzugeben. Dann mache ich das direkt, weil Platz haben wir eh nicht genug an Quests und so. Und dann nehmen wir die hier weg. Kann übrigens sein, dass ich mich noch geirrt habe mit der anderen Quest, dass die vielleicht doch erst ab dem nächsten Level ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich dachte, die wäre noch auf dem. Ich weiß es nicht. So, eine dämonische Elfenritterlizenz habe ich erhalten. Na toll. Braucht doch kein Mensch. Na gut. Aber was du hast, hast du. Die Karten könnte ich mal nebenbei auf dem Weg in die Schlummerwelt wieder aufmachen. Mal gucken. Plop, plop, plop. Beseelter Elfenritter. 4 Sterne. Aha. Registrierten Karte sind mehr Sterne. Möchtest du sie wirklich registrieren? Nein. Hopp. Die werde ich wahrscheinlich auch schon haben. So, beseelter Elfenritter. 4 Sterne. Auf der registrierten Karte sind mehr Sterne, dann registrieren wir sie nicht, schmeißen sie irgendwann weg. Irgendwo war da, glaube ich, ein GM. Ja, nee, DMG. Ich weiß gar nicht, was ein DMG ist. Ach so, der heißt so wahrscheinlich. Okay. Kann ja keiner riechen. Okay, hier sind wir wieder. Gucken wir mal. Hier runter wieder. Die Karte, irgendwie zeigt die Karte auch nicht so hundertprozentig richtig an, wie sie es anzeigen sollte. Finde ich. Und doch. Die Echsenritter-Quest haben wir, sonst würde die hier hinten nicht auf der 2 stehen. Müsste jetzt da hinten sein, die Ecke. Ja, so. Wir machen aber ja trotzdem nichtsdestotrotz hier erstmal fertig. Weil jetzt haben wir sie angefangen. Da bringt es ja nichts, das Zeug, was hier fertig zu machen ist, einfach stehen zu lassen. Und dann werden wir uns um die WDH kümmern, weil muss eben auch mal sein. So, ja, ich weiß, ich habe keine Rollen drauf, aber weißt du was? Ich glaube, das geht auch mal ohne. So weh tun die hier nicht. Und ich habe ja eine neue Rüstung drauf, eine schöne neue Rüstung. Vorher haben wir das ausgehalten. Jetzt halten wir das erst recht aus. So, hopp. Kling, klang. Wunderbar. 39, Pik-Trümpfe. Gut, 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 gut. Dämonische Elfenritter, bitte mitkommen. Ich darf nicht vergessen, dass ich da wieder hinten reinrenne, weil das wäre ja schlecht. So. Ist übrigens noch wirklich dieselbe Aufnahme, oder nicht dieselbe Aufnahme, aber derselbe Tag, an dem ich auch am letzten Tag aufgenommen habe, also die letzte Folge.
Nur halt eben abends, wie schon gesagt, ich war Eislaufen. Mit meiner Freundin, mit ihren Eltern, die waren kurz da. Und dann halt auch noch eine andere Freundin von uns, die kam dann noch dazu mit ihrer Tochter. Und ja, da waren wir gemeinsam, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mich hat es auch nur einmal auf die Schnauze gelegt. Nur ein einziges Mal. Ja, und es hat keiner gesehen. Ich war gerade hinter einer Säule verschwunden. Juhu! War aber lustig. Donnerstag werden wir dasselbe wieder tun. Nur diesmal woanders. Nicht, weil es da uns nicht gefallen hat, sondern weil uns auch eingefallen ist, dass ja jetzt momentan zu dieser Zeit auch in der Stadt quasi auf dem Markt oben immer so ein kleines Eislaufding steht. Und mal gucken. Da muss ich mir mal bei Gelegenheit mal ein paar vernünftige Schlittschuhe selber kaufen. Weil ich habe dort, als ich da war, ich habe die Schlittschuhe dreimal wechseln müssen. Die ersten waren zu klein, obwohl die meine Größe hatten. Die zweiten, habe ich aber erst gemerkt, nachdem ich den einen anhatte, auf der anderen Seite der Schnürsenkel kaputt. Und jeder, der Schlittschuhe hat, weiß, wie manchmal schwerer das ist, da wirklich reinzukommen. Zumindest, wenn man keine mit Schnappern hat, sondern zum Schnüren sozusagen. Und ja, der eine war der Schnürsenkel kaputt, hatte den halb angezogen und dann habe ich gemerkt, die sind ja irgendwie zu kurz. Das klappt nicht. Toll. Nun gut. Dann habe ich das dritte Paar geholt. Das hat mir dann gepasst. Allerdings hatte ich dann im rechten Fuß irgendwie so eine Art Beule im Schuh, da, so dass ich das halt immer schwierig laufen ließ. Aber naja, ein echter Mann schaut da drüber. Musste ich ab und zu mal kurz Pause machen und das Bein ein bisschen hochstellen, aber nochmal tauschen wollte ich ja nur auch nicht. Ging schon. Aber es hat Spaß gemacht und das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, nur ein einziges Mal auf die Nase geflogen. Das geht schon. Da bin ich zufrieden. Da habe ich schon ganz andere Rekorde hingestellt. Und ich glaube, diesmal habe ich nicht mal den blauen Fleck. Die eine Hand tut mir ein bisschen weh von dem Einsturz, aber sonst geht's. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr viel oder gern auslauft. Ich hatte ja auch noch einen Kumpel getroffen, der dort schön Eis gelaufen ist. Der hat mir erzählt, weil ich schon gesehen habe, wie der dort abgeht. Hat mich erzählt, ja, dass er halt schon seit einem Monat ungefähr jeden Tag da ist. Und naja, gut, wenn man das so macht und so ist, dann ist es ja kein Wunder, dass man da auch ein bisschen besser laufen kann. Aber hat mich schon überrascht, wie gut er ist. Aber wie gesagt, Übung macht den Meister, wie in jedem Fall. Ich war auch schon viel, viel, viel schlechter. Insofern sollte man da eben nur keine Angst haben, dass man vielleicht umfällt. Da fehlen noch Karten offensichtlich. Und hier, das ist dasselbe, fehlen offensichtlich auch noch Karten. Da kommt ja hier Hühnchen. Und man muss es halt versuchen, wie überall im Leben. Nur keine Angst haben. Man darf sich nicht die ganze Zeit an der Bande aufhalten. Klar, mal am Anfang, vor allem wenn man lang nicht gelaufen ist, wird man sich ein bisschen an der Bande festhalten, langsam vorsichtig einlaufen. Aber dann irgendwann löst man sich und flitzt durch die Gegend und fällt vielleicht mal auf die Nase. Aber das gehört dazu. Da ist ganz wichtig, dann hinterher wieder aufzustehen, zu lachen und weiter geht's. Komisch war nur eben, dass ich vor einem anderen, also vor einer Frau, die da war, auf die Nase gefallen bin, die selber nicht gut laufen konnte. Und da hat sie gesagt, na schönen Dank, jetzt bin ich noch unsicherer, weil sie gerade die Bande verlassen hat. Glücklicherweise hat mein Mädel davon nichts mitbekommen. Die hat nur dann irgendwann mal meinen weißen Hintern gesehen, weil der ja von dem ganzen Eisstaub, der sich gelöst hatte, beziehungsweise schon auf der Bahn lag, etwas bedeckt war. Mantel des Elfenritter-Dämons brauche ich auch noch. Na sowas. Achso, okay, gut. Hat sich erledigt. Habe ich schon. Das war wahrscheinlich wieder eine Bestariumsquest. Nun gut. Kann natürlich sein, dass ich das letzte Mal, dass ich das Schwertding, was ich da weggeschmissen habe, wo auch nur eins war, auch von Bestarium war. Brauchen wir ja allgemein immer nur eins. Jetzt musste ich gehen. Ich hoffe, ich habe es gut genug überspielt. Aber gut, wenn ich gehen muss, dann kann ich mal wieder ausschlafen. So, diese blöde Mistvieh hat mich vergiftet. Glücklicherweise habe ich ja noch ein paar Gegengifte einstecken. Zack. Leuchtet immer noch, warum auch immer das... So. Chaos Magier hat sich den Titel Kingdom Quest Held verdient. Glückwunsch, Chaos Magier. So. Lalalala. Und dann haben wir wieder einige Quests gemacht. Und wenn wir diese Quests dann abgeben, denke ich, werde ich auf jeden Fall einiges an Inventarplatz oder quasi Questplatz wieder frei haben. Sodass ich anderes Zeug in aller Ruhe mit annehmen kann. Und das ist ja wichtig. Ist da gerade einer aus dem Nichts aufgetaucht? Habt ihr das gesehen?
Lamia hat sich den Titel Verzauberungskünstler verdient. Glückwunsch, Lamia. So, Peak-Trumpf. 65 von 70. Achso, da brauche ich wahrscheinlich zwei Quests. Na gut, kein Problem. Hau mal die doppelt. Da hinten sind noch welche. Put, put, mein Hühnchen, put, put. Komm mal her zu mir. Komm zum lieben Black. Anmeldung für die Kingdom Quest Winterturnier Eisfußball B hat begonnen, aber nee, die brauche ich nicht. Da haben wir einmal mitgemacht und da ich ja keinen Schnee mag und jetzt heute schon Eislaufen war, brauche ich nicht nochmal aufs Feld. Hihi. So, Peak Trumpf. 75, 70. Mhm. Wird doch, wird doch, wird doch. 75, 57. Ja, lesen kann er halt auch nicht mehr. Aber das kennt er ja von mir. Okay, hier steht schon wieder einiges rum, die Elfenritter. Ich glaube, die haben wir fertig, aber ich nehme einfach mal mit, was ich kriegen kann. Ist schadet ja nicht. So, guck mal hin. Zumindest droppt ja auch viel Staub. Und die Stäube können wir ja auch gebrauchen, bekanntermaßen. Put, put, meine Hühnchen, kommt. Viele brauche ich von euch nicht mehr, aber etwas mehr als gleich 8 sind es schon noch. Jetzt genau 8. Zaubergegenstand wiederherstellender Geister. Nee, lass ich mal liegen. Weiß gar nicht, was das ist. Müsste ich vielleicht mal gucken. Wiederherstellender Geister klingt fast, als könnte es eventuell Dings sein. Dingsbums. Bumsdings. Kann ich nicht mitnehmen. Inventar voll. Nee. Zu viele Karten. Tun wir die hier weg dafür. Wiederherstellender Geister. Crit-Treffer haben eine Chance, HP wieder herzustellen. Das klingt auch nicht schlecht. 5% der maximalen HP wiederherzustellen. Eine 30%ige Chance bei Crit-Treffern. Also ich denke, das könnte man sich durchaus auf eine Army machen. Weil wenn man jetzt überlegt, eine hohe Crit-Rate für einen Jäger, immer viele Mobs hinten dran, irgendwo ist immer ein Crit und davon noch eine 30%ige Chance, dass man sich hochheilt. Das heißt, wenn man da, was weiß ich, 3 Crits hat, hat man schon eine 90%ige Chance, jetzt mal so grob gerechnet. Das heißt, man könnte sich eigentlich fast immer hochheilen. Und 5% sind ja auch nicht wenig. Ich meine, sind bei, sagen wir mal, 5000 HP sind es 100, aber immerhin. Ich meine, das ist mancher Regenerationstrank schlechter. So, hopp. Und wenn man sich bei jedem Trank und bei jedem Hit um 100 heilen kann, vorausgesetzt man hat genug Mobs am Arsch, damit man das hinbekommt. Wenn nicht, dann, naja gut, ist es ja auch nicht so notwendig. Aber könnte man ja mal probieren. Vielleicht besser als die der andere hier verlangsamen, das was wir noch einstecken hatten. Und was war das andere? Das andere war irgendwas anderes. Hier liegt ein beseelter Elfenrotter. Hm? Ach, die Karte. Okay. Lalalala. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich auf meine neue Army, wenn die denn dann soweit ist, überhaupt was drauf klatschen kann. Arm, Brust, freie Plätze 1. Jawohl. Also ich könnte da wirklich was draufbinden. Verstärkter Körperangriff wäre ja das andere. Aber stärker geskillt bin ich ja sowieso und dieses und jenes und ich glaube, ich werde dann doch lieber die hier wählen. Wiederherstellender Geister klingt nicht schlecht. Ich meine, na gut, das hätte jetzt keinen Crit gegeben, das auch nicht, aber plopp, hopp, und hier nehmen wir alles mit. Da war wieder ein Crit, da war ein Crit und da auch und theoretisch dieser hätte mindestens jetzt schon ein bisschen wie heilen können. Ich meine, wenn ich beide hätte, wäre es auch nicht schlecht, aber ich habe halt nur zwei, beziehungsweise einen Platz und der eine ist belegt. Wieso ist der belegt? Wie könnte man das anzeigen? Mit R. Achso, der ist noch nicht freigeschalten, klar. Dann müssen wir den bei Gelegenheit freischalten. Jetzt gehen wir erstmal, nutzen wir erstmal die Gelegenheit und gehen die WDH an. An dem Anmeldung für Fino Chaos B und Kingdom Quest B hat begonnen. Ja, ich werde mich jetzt nicht einschreiben, weil Fino Chaos B A ist eh schon im Gange gerade. Und Fino B, das schaffe ich jetzt nicht mehr, obwohl da tragen sich genug Leute ein. Muss man sagen. Julina und so weiter. Naja, ein paar kennen wir ja davon auch. Aber nee, ich lasse Fino jetzt mal aus, weil wie gesagt, das ist die vorletzte Folge dieser Aufnahme jetzt, weil 3 Folgen habe ich dann am Tag gemacht und das muss jetzt mal reichen. Unter der Woche nehme ich dann einfach nochmal irgendwo einen auf und dann sehen wir weiter. Was wir jetzt brauchen, sind diese Echsenritter hier. 30 Stück. Kriegen wir hin.
Riesig Exis. Aber ich glaube, da braucht man Krallen. Schwänze brauchen wir. Okay. Und, ja, 30 Schwänze. Mal schauen, wie die droppen. Ich sollte vielleicht den Drop-Rate-Buff vorher mal nehmen und machen und tun. Könnten wir vielleicht ein bisschen eher mit zurechtkommen, weil die sind ja nicht unbedingt die besten Dropper. So, blödes Joker. Geht mal weg. Die mag euch nicht. So, da hätten wir schon ein paar Echsenritterschwänze. Dummerweise ist das Inventar mal wieder voll. Entsprechend. SP senken der Joker. Ja, kann raus. Das raus. Das raus. Rein, rein. Das raus. Okay. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.